Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir warten nur noch darauf, bis die letzten Formalitäten erfolgt sind, damit alles seine Richtigkeit hat. Es ist soweit. Schalke 04 gegen Mainz. Mein Name ist Marco Hagemann und zusammen mit dem Top-Experten Hansi Küpper werde ich Sie heute durch das Spiel begleiten. Hallo Marco, es dauert nicht mehr lange und ich glaube, dann können wir sagen, lasst das Spiel beginnen. Das hier ist die Aufstellung für heute. Alles ist angerichtet. Meier. Goretzka. Es bleibt beim Versuch. Sie kommen mit dem Ball nicht weiter nach vorn. Über die Seite. Raus auf den Flügel. Der kann nicht nur defensiv, der backt jetzt auch vorne noch so richtig Geschwindigkeit aus. Gefahr vorerst gebannt. Mainz ist direkt wieder im Ballbesitz. Schussgelegenheit. Er springt hoch zum Kopfball. Und der zweite Versuch sitzt. Sie präsentieren sich einfallslos und die gegnerische Abwehr hat bisher überhaupt keine Probleme. Meier. 15 Minuten der ersten Halbzeit sind vorbei. Schalke 04 hat den gegnerischen Torwart bis jetzt noch nicht wirklich auf die Probe gestellt. Einfach mal nach vorne gedroschen. Spiel läuft über die Außen. Jetzt der Schuss. Eine Riesenaktion in einer ganz wichtigen Situation. Keine leichte Aufgabe für den Keeper. Goretzka. Jetzt eine halbe Stunde gespielt. Bentaleb. Das sieht alles ganz nett aus, aber nach vorne passiert halt überhaupt nichts. Goretzka. Bentaleb. Und da ist der Pass. Oh ja! Da haben sie am Treffer geschnuppert. Das war knapper, als man meinen sollte. Der war beinahe drin. Ein guter Versuch.
Na denn, weiterhin 0 zu 0. Wir warten sehnlichst auf irgendetwas im Strafraum. Klasse Stellungsspiel, gut geklärt. Und über die Seite. Lang und hoch auf die Flanke. Er bringt ihn in die Mitte. Und die Möglichkeit. Ein schwacher Pass. Damit ist die erste Halbzeit schon beendet. 0 zu 0. Wir hoffen auf Tore in Durchgang 2. Hälfte 2 ist eröffnet. Ich habe da so meine Zweifel, ob das auch so ausgehen wird. Ich bin richtig gespannt darauf, wie hier die beiden Mannschaften die zweite Halbzeit angehen. Es geht über die Außenbahn. Kurz mal das Ding nach vorn gekloppt. Er streckt sich und kommt an die Kugel ran. Lang und weit gespielt. Ui, das ist eine Chance. Am Verteidiger kommt der Ball nicht vorbei. Eckball. So, nun also der Wechsel. Sie bringen Ihren Tempodribbler, eine durchaus sinnvolle Zusatzoption in dieser Situation fürs Team. Und er ist zur Stelle. Das ist nicht von dieser Welt. Per Kopf. Und der Torwart hat ihn. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Burgstaller. Immer noch 0 zu 0. Hier ist alles möglich. Spielt ihn lang. Gut abgelaufen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Echt schönes Flügelspiel. Langer Abschlag vom Keeper. Raus auf den Flügel. Victor Fischer. Er bekommt eine zweite Chance. Er liegt in der Luft, aber leider wird er nicht belohnt. Da ist er traurig, völlig zu Recht. Es wäre ein Traumtor gewesen. Der Befreiungsschlag. Er zieht durch. Das war knapp. Gut gemacht. Da hat nicht viel gefehlt. Keine schlechte Leistung. Um Haaresbreite hat er das Tor verfehlt. Kein Tor bisher, aber das kennen wir und das haben wir so oft erlebt. Eine einzige Situation, ein Geniestreich kann alles verändern. Er steht in der Luft. Nee, nicht ganz. Victor Fischer. Ist hier ganz nah dran gewesen. Er ist ein Spieler, das wissen wir nicht erst seit heute, den du nicht aus den Augen... Das könnte was werden. Und drin ist er.
Ist das schon so etwas wie eine Vorentscheidung? Ein Sekundenschlaf, der sofort bestraft wird. Und rein damit ins Lehrbuch des Fußballs. Klasse Pressing, prima Balleroberung. Das Umschalten stimmt und der Ball ist drin. Das war der letztmögliche Wechsel. Und jetzt bekommt er die verdiente Ruhepause. Der geht ja buchstäblich auf der letzten Felge. Die große Frage, ist es das jetzt schon gewesen? Die Zeit wird knapp. Sie müssen den Ball nach vorne kriegen. Ja, und damit verhindert er den Gegentreffer. Das ist eine banale Weisheit. Wer hinten liegt, muss aus solchen Möglichkeiten mehr machen. Versucht es mit dem langen Schlag. Und rein damit. Da ist die Möglichkeit. Fantastisch von Viktor Fischer. Zwei Tore Vorsprung, alles unter Kontrolle. Dicker Schnitzer vom Torhüter und dafür bekommt er die Quittung. So ein Fehler darf dem Torwart nicht unterlaufen und er selbst weiß das am allerbesten. Und damit steht fest, Doppelpacker. Und nun der Wechsel. Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt darf er vom Platz. Game over. Sie hören es, der Schiedsrichter pfeift ab. Schalke 04 hat sich wirklich reingehauen, aber das ersehnte Resultat ist ausgeblieben. Und am Ende zählt eben immer nur das Ergebnis. Hansi, dein Resümee zu dieser Partie bitte. Das ist nun aber einmal eine...